Hallo und willkommen zum 1.16.2 Update-Video. Der Release ist von meinem Standpunkt zumindest her gerade eben passiert. Und ich zeige euch jetzt, was final sich alles geändert hat, dazugekommen ist und verbessert wurde. Oder verschlechtert. Dann fangen wir mal an. Kommen wir zu den Neuerungen. Das ist eigentlich nur eine Neuerung. Aber ich finde eine relativ große Neuerung. Denn wir haben einen neuen Mob. Und zwar die Picklin Brute. Zu Deutsch Picklin Barbar. Ich will weiterhin Brute sagen, okay? Dieser unterscheidet sich zu seinen kleineren Freunden hier darin, dass er allem und jeden aggressiv gegenüber ist. Außer Picklins. Weil die gehören zur Familie. So. Und ich nehme mal hier die Rüstung raus. So ein Picklin hier an sich, wenn man ihm zum Beispiel Goldstiefel gibt, er schaut sie an und na, komm. Und zieht sie an. Genau. Jetzt könnte er auch nicht mehr despawnen. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel ihm mal die Hose gibt, als Beispiel, zack, das interessiert ihn nicht. Der hat da seine schicke, schwarz-goldene Rüstung an und interessiert ihn null, ob da eine andere Rüstung liegt oder nicht. Und, ein weiterer Unterschied, die normalen Picklins haben ein Goldschwert oder halt eine Armbrust und dieser hat eine Goldaxt und die macht Aua. Die macht richtig Aua. Des Weiteren, ich ziehe jetzt mal den Goldhelm, die Goldbrust. Ich tue mich jetzt mal komplett in Gold kleiden. So. Und dann gehen wir mal in den Survival Mode. Und ihr seht, er wird gleich aggressiv, er hebt das Beil, er will mich hauen. Dieser, ja, hi, der macht nichts. Mit dem bin ich Freund, aber er hier, zack. 4,5 Herzen gleich mal kassiert. Und ich bin jetzt auf der Schwierigkeitsstufe normal. Das können wir mal auf schwer stellen. Okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Wenn man in den Spectator geht, eskaliert er komplett. Genauso in Creative. Okay. Gut. Ich wollte mir eigentlich bloß gerade mal schnell was zu futtern holen. Also auf normal macht er 4,5 Schaden und auf schwer. Komm. Ja, oh Gott. Plus noch 1,5 Herzen übrig. Also, ihr seht's, auf schwer ist das 2 Hits und man ist weg. Also man hat einen Goldapfel. Ich glaube, da kassiert man auch keine ganzen 2 Bits. Also durchaus gefährlich. Er selber hat ein Leben von 50 Lebenspunkten. Also 25 Herzen. Und das muss man erstmal runtergeschlagen kriegen. Und davon nicht erwischt werden. Dann, des Weiteren, spawnt er mit der Weltgeneration. Also so wie die Elder Guardians und die Schalker. Und sobald er einmal tot ist, spawnt auch kein neuer. Also einmal tot, immer tot. Und er zählt nicht zu dem Mob Cap. Ihr wisst ja, der Mob Cap jetzt zum Beispiel die da oder die Schweine, Ghasts, Skelette, Zombies, was alles so rumrennt, bildet einen gewissen Mob-Cap. Und wenn das Mob-Cap erreicht ist, spawnt halt nichts Neues mehr. Er zählt halt nicht dazu. Also es, das Mob-Cap kann erreicht sein und es können trotzdem noch 5 von denen da sein. Dann gehen wir mal wieder in den Creative.
bin im Abenteuer. Jetzt. Er hat's bestätigt, er hat gefuchtelt wie wild. Diese Picklin Fruit, das ist im Grunde so ein Boss, kann man eigentlich schon sagen, der eigentlich mit den Elder Guardians gleichgestellt ist. Man kann auch sagen, mit dem Wither gleichgestellt ist er vom Leben her und vom durchaus vom Schaden her. Also dieser Boss kann in einer Bastion auftreten. Schauen wir mal, wo der nächste ist. Uch, da ging's runter. Und oh, da ist ein Pigment-Baby auf dem Huhn. Müssen wir bloß mal schauen. Die treiben sich nämlich hier rum. Da ist einer. Und der hat Feuer gefangen. Also er ist jetzt, er brennt schon mal extrem lange. Was ist denn das für ein Block? Okay. Blackstone. Ja. Also, er hat jetzt auf einmal Brennen überlebt. Er hält einiges aus. Und es gibt halt nicht nur einen, es gibt mehrere. Bloß irgendwie sind hier gerade die Picklins ausgewandert. Ich gehe mal in den Spectator. Da haben wir einen normalen. Hier haben wir noch einen. Den hat man gerade. Die Bastion ist etwas zerpflückt, muss ich sagen. Da hat's Basaltgelder ganz schön reingehauen. Deswegen sind ja wahrscheinlich auch so wenig Pigments, Picklins. Das sind schon verdächtig wenige. Da oben ist noch ein normaler mit Goldrüstung. Da ist nochmal einer. Also es können durchaus mehrere... Ach, hier treiben sie sich alle rum. Hier ist auch nochmal einer. Ja. Also es können sich durchaus mehrere rumtreiben. Es treiben sich auch in der Regel mehrere rum in der Bastion. Ja. Und... was es auch gibt. Oben war einer. Es gibt passend dazu ein Spawn Egg. Wo man jetzt mehrere noch spawnen kann. Gut. Das war jetzt die Neuerung, die einzigste. Kommen wir mal zu den Sachen, die sich geändert haben. Kommen wir zuerst zu den Änderungen bei Blöcken und Items. Und, wenn wir schon mal hier bei der Bastion sind, können wir gleich mal die erste Änderung zeigen. Und zwar betrifft die nicht das Inventar. Da gibt's auch eine Änderung, da komme ich nachher dazu. Und zwar, es betrifft diese Kisten mit dem Loot. Zu einem wurde der Loot nochmal ein bisschen angepasst. Ah, hier haben wir eine Bannervorlage, Seelenläufer, Knochenblöcke. Oh, gar nicht mal so schlecht. Verzaubertes Schwert. Agent Decrease. Auf jeden Fall, diese werden jetzt hauptsächlich und zum großen Teil auf Gilded Blackstone spawnen. Hier haben wir jetzt den Fall, da haben wir hier keinen und da haben wir einen und keinen. Das heißt, hier könnte man noch einen Hopper drunter setzen und den auspumpen. Den. Ist auch gut. Die Truhe. So wie bei dem. Wenn ich jetzt mal... wenn wir jetzt mal woanders hinschauen. Wir hatten ja hier gerade noch ein paar andere Truhen. Okay, das ist auch mal ein interessanter Chest Room. Ich sag ja, diese Bastion ist etwas sehr interessant. Verzauberte Goldachs mit Behutsamkeit. Schauen wir mal nach hier rein. Glück 3, oho. Fein. Hier ist jetzt natürlich auch, das ist jetzt der Vorführeffekt, kann man eigentlich sagen. Ist ja auch kein Gilded Blackstone drunter.
Und da auch nicht. Hier auch nicht. Okay, also die... Ich suche mal schnell eine andere Bastion. So, da haben wir eine andere Bastion. Sieht man auch endlich mal eine Bastion in weitestgehend vollen Zügen. Ist schon ganz schön groß. Und auch sehr interessant neben Soul Sand Valley. Jetzt schauen wir hier mal nach ein paar Truhen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel. Da haben wir jetzt eine Truhe auf Gilded Blackstone. Das ist jetzt da drunter. Hier ist auch wieder ein, die Doppeltruhen, da hat man meistens Glück, dass eine Seite auf Gilded Blackstone ist und die andere Seite auf normalen Blackstone. Dann haben wir hier drüben dann noch eine, genau. Hier haben wir zum Beispiel die Doppeltruhe auf komplett Gilded Blackstone. Hier ist auch Gilded Blackstone drunter. Was halt die ganze Sache jetzt etwas schwieriger macht, Truhen zu plündern. Weil, egal ob man die Truhe öffnet oder die Truhe versucht abzupumpen und den Gilded Blackstone entfernt, die Picklins werden aggressiv. Und ich sehe, dass die hier allgemein recht wenig Truhen drin haben. Also, der Seed, den ich hier habe, ist irgendwie sehr... Komisch. Aber ihr habt's gesehen, also... Es spawnt jetzt hauptsächlich auf Gilded Blackstone. Dann eine weitere Neuerung, beziehungsweise Änderung, betrifft Ketten. Ketten kennen wir ja, inzwischen kann man schön von oben nach unten und von unten nach oben setzen. Und jetzt seit der 1.16.2 kann man die auch seitlich setzen. Und das in jede Richtung. Das Einzige, was ich schade finde, gerade für so Deko-Sachen, dass die Ketten untereinander nicht connecten. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann. Aber man kann Ketten endlich seitlich setzen. Eine weitere Änderung ist, dass jetzt die Nether-Vegetation, also das Gras und sowas, und ich glaube auch die Ranken zählen dazu, nicht brennen können. So wie das Hocklin da. Das brennt gerade ganz fröhlich. Da gibt's gleich gebratenes Schweinefleisch. Ja, also die Pilze, das Gras und so, das kann jetzt alles nicht mehr brennen. Es sei denn jetzt natürlich, man geht hin und platziert hier eine Lava, dann wird das natürlich verbrannt, weil einfach die Lava sich drüber wälzt. Aber neben Lava oder irgendwelchen anderen Feuerquellen, sei es Soul Fire oder normales Feuer, fängt es nicht an zu brennen. Eine weitere Änderung, die jetzt schon ein paar Mal versucht wurde, wohl bemerkt, betrifft Kaktus im Blumentopf. Der hat jetzt endlich eine komplett gescheite Textur ringsherum, also hat auch kein Loch mehr. Ja. Schaut wieder schick aus. Dann gab es eine Art Upgrade, kann man schon fast sagen, für das Totem of Undying. Wenn das uns ausgelöst wird, sofern ich im Survival Mode bin, wenn ich jetzt reinspringe, zack, habe ich jetzt Feuerschutz. Und das für 40 Sekunden. Das heißt, im Nether hat man jetzt kein Problem mehr, wenn man mit dem Totem of Undying in die Lava fällt und das Brennen anfängt, man kann lang genug ausharren, beziehungsweise hat lang genug Zeit, um aus der Lava wieder rauszukommen. Der Vorteil ist, wenn man jetzt natürlich noch ein Totem of Undying hat, kann man diese Zeit nochmal verlängern. Aber eine sehr schicke Änderung, beziehungsweise ein sehr schickes Upgrade des Totems. Eine weitere Änderung betrifft den Crimson Fungi und den Warped Fungi. Diese können jetzt auch auf Myzel gesetzt werden, aber mit der Tatsache, dass sie auf Myzel nicht wachsen können.
Also sie werden nicht so schicke große Bäume. Das werden sie bloß, wenn man jetzt zum Beispiel die in Crimson Fungi auf Crimson Lilium setzt und mit dem Warped Fungus eben genau dasselbe. Und für die nächste Änderung befinden wir uns jetzt in der Oberwelt. Aus einfachen Tatsache raus, weil es hier Wasser gibt. Und zwar, die Änderung betrifft beide Laternen, sowohl die Seelenlaterne als auch die normale Laterne. Denn die sind jetzt waterlocked. Kann jetzt so unter Wasser richtig schön ausleuchten. Dann gab es noch eine Änderung bei dem Rezept für den Braustand. Der kann jetzt mit Blackstone gecraftet werden. Kann ich euch kurz zeigen. 1, 2, 3, zack. Und hat man seinen Braustand. Das heißt, man kann jetzt auch, wenn man nur im Nether spielt, einen Braustand craften. Dann kommen wir zu den Änderungen an den Mobs. Da gab es nämlich auch einige. Und zwar betreffend sind unter anderem die Villager. Denn jetzt muss ich mal schauen, ob ich gerade Glück habe mit dem. Nee. Die bekommen nämlich jetzt einen grünen Partikeleffekt, wenn die einen Beruf erlernen. Ah doch, jetzt hat er verloren. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle wieder. Na, komm. Wer zum Farmer? Wer zum Farmer? Was läufst du jetzt da rein? Das ist ein Problem, das haben sie noch nicht behoben. Dass die sich nämlich hier herstellen und an den Block nicht rankommen. Und dann aber, wenn man es da wegmacht, werden die... Ja, da habt ihr gerade gesehen, die grünen Partikel, der hat gerade einen Job erlernt. Und hat grüne Partikel bekommen. Jetzt machen wir es mal weg. Komm mal her, hier. Jetzt geht er da rein, das wird er wahrscheinlich gleich zum... Ja, jetzt habt ihr wieder gesehen, grüne Partikel. Und das passiert auch, wenn die ein Bett als ihr Heimatbett setzen, sozusagen. Oder wenn sie allgemein in ein Dorf reinkommen. Also wenn das jetzt freilaufende Villagers sind und in ein Dorf reinkommen und sich dann zu dem Dorf zugehörig fühlen, fangen auch an, grün zu funkeln. Das wurde dann mitgemacht, dass das zur Bedrock Edition angeglichen ist. Gut. Dann. Genau. Eine Sache noch. Villager verlieren ihren Beruf, wenn sie die Dimension wechseln. Also wenn man jetzt einen Villager in den Nether reinbringt, ist der Job, den sie hatten, weg. Und Villager verlassen nicht mehr das Minecart, wenn sie in einen Zombie-Villager verwandelt werden. Was jetzt für Zombifizierer sehr interessant ist. Die nächste Änderung betrifft diese gnädigen Herren hier, die Endermen. Die haben ja die Angewohnheit, immer wieder einen Block zu klauen, in die Hand zu nehmen und irgendwo abzusetzen, wo es ihnen gerade passt. Was jetzt aber nicht mehr können, die Blöcke auf Bedrock absetzen. Sprich jetzt zum Beispiel im Nether auf der oberen Bedrock-Decke. Hallo, Sprachfehler. Ja, keiner will einen Block in der Hand nehmen, ist auch in Ordnung. Machen wir weiter. Eine Änderung gibt es auch bei den Picklins. Diesen gnädigen Herren hier. Diese werden jetzt auch aggressiv, wenn ein Spieler ein Chest-Minecart entweder öffnet oder zerstört. Das taugt denen jetzt auch nicht mehr. Sie werden immer intoleranter den Spieler gegenüber. Okay? Er hat genickt. Dann gibt es eine Änderung, nicht an den Hoglins,
sondern an ihren untoten Kollegen, den Zoplins. Denn ich kann mal schnell einen Zoplin holen und eine Leine. Denn Zoplins können jetzt an die Leine genommen werden. Warum auch immer. Und ganz ehrlich, wer braucht das? Weil wenn man einen Zoplin in der Nähe hat, sollte man so die Beine in die Hand nehmen und laufen. Weil die kommen auf einen zu und machen richtig Hölle Schaden. Wo man die Leine nehmen? Keine Ahnung. Es geht! Freut euch! Eine weitere Änderung betrifft das Ersticken von diversen Mobs. Beziehungsweise von allen Mobs in diversen Blöcken. Und zwar könnt ihr jetzt, wenn ihr mit dem Kopf in Soul Sand, in Farmland oder in Wegeblöcken drin sind, ersticken. Dann gibt es eine weitere Änderung. Und zwar betrifft diese die Blitzer, die Vexes und die Vindicators. Und zwar diejenigen, die keine Waffe haben, also die unbewaffnet sind. Da wurde die Animation geändert, wenn sie attackieren. Also mit leeren Händen attackieren. Bei den bloßen Fäusten. Und dann gibt's noch eine kleine Änderung beim Kugelfisch. Ich schneide den jetzt bei den Mobs mit rein, weil er eigentlich ja doch ein Fischmob. Ne? Wir verstehen uns. Und zwar, der Nausea-Effekt, also Übelkeit, wurde von der Effektstufe 2 auf die Effektstufe 1 runtergesetzt. Das heißt, wenn man ihn jetzt isst, hat man jetzt noch den 1er-Effekt. Also ist das Verschwimmen nicht mehr so extrem. Wie Siffen. Gut. Dann machen wir mal weiter mit Änderung in der Grafik. Kommen jetzt zu ein paar kleinen Änderungen, die ich durchaus als grafisches Update bezeichnen würde. Und zwar, wir hatten ja gerade den Übelkeitseffekt. Ich zeige ihn nochmal. Er ist ja so lustig. Und und da geht's ab. Und diesen Effekt, dieses Gewaber, bei dem einem fast selber schlecht wird, kann man jetzt umstellen. Und zwar mache ich erstmal einen Effekt Clear. Und dann gehen wir in Optionen und Barrierefreiheit. Und da gibt es jetzt hier den Verzerrungseffektregler. Und wie ihr lesen könnt, wird da die Stärke von Übelkeit und Netherportal Verzerrungseffekten eingestellt. Bei niedrigen Werten wird der Übelkeit-Effekt durch eine grüne Überlagerung ausgetauscht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich mache den jetzt mal komplett aus. Und Futter nochmal. Und ihr seht, es verschwimmt jetzt nichts. Und von außen wird es jetzt ganz langsam grün. Immer grüner. Jetzt haben wir so einen schönen grünen Kreis. Während der Übelkeitseffekt anhält. Und gleich ist er weg. Zack. Also die letzten 3-4 Sekunden, bevor er aufhört, verschwindet der Kreis wieder. Und bei Netherportalen, das ist ganz lustig, da passiert nichts. Da ist einfach das Gewaber, was man da so hat, weg. Ja, finde ich ganz schick. Dann des Weiteren will dieser kleine Hocklin, glaube ich, mein Video springen. Nein, er hat es sich überlegt. Okay. Des Weiteren gibt es jetzt auch einen Regler, den habt ihr jetzt wahrscheinlich gerade schon gesehen. Nochmal kurz einen Clear-Effekt. Und dann einmal Effekt. Give to me speed die seconds 255 und machen wir mal 3. Und jetzt, der Bildschirm ist gleich mal rausgezoomt. Und wenn ich jetzt hier sprinte,
ist das natürlich alles etwas verzerrt im Gegensatz zum normalen. Und da kann man jetzt auch in Optionen reingehen, Barrierefreiheit, und dann hat man hier Sichtfeldeffekte. Steuert, wie stark das Sichtfeld durch Geschwindigkeitseffekte verändert wird. Das heißt, man kann das auch runtersetzen, also auf die Hälfte, dass es nicht so ganz verzerrt ist. Oder ausmachen. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, macht es wieder zup und aber normale Sicht. Zup. Seht ihr es? Wir können trotzdem so schnell laufen, aber haben keine Verzerrung. Finde ich klasse. Dann gibt es noch ein paar kleine Änderungen im Gameplay. Und zwar betrifft das unter anderem die Erfolge. Da wurde Monster Hunter und Monsters Haunted erweitert um die Pickling Brute. Die zählt für beide Erfolge dazu. Dann gab es Änderungen im Creative Inventar. Und zwar die Werkzeuge sind jetzt nach Materialien sortiert. Also Holz, Stein, Gold, Eisen, Dia, Netherites. Und ich hoffe, es findet's, ja. Die Farben der Farbstoffe. Gutes Deutsch. Die Reihenfolge der Farbstoffe wurde angepasst an die Standardfarbreihenfolge, wie es bei Wolle, Beton, Keramik, Glas etc. ist. Die drei Sachen, also Tintbeutel, Kakaobohnen und Lapis, sind natürlich jetzt nicht mit da drinne, weil aus denen wird er jetzt seit der 1.14, das müsste ich direkt nachdenken, wird er erst Farbstoff draus gemacht, damit man es verwenden kann. Dann gibt es noch eine Änderung beim Handel mit den Picklins. Dazu werde ich euch oben rechts jetzt gleich noch eine Infobox einblenden, denn das Glowstone Dust und Magma Cream gibt's nicht mehr von denen. Haben sie nicht mehr im Angebot. Und dafür haben sie jetzt Blackstone, Spektralpfeile und Wasserflaschen im Angebot. Ebenso wurde die Gewichtigkeit von einigen Items beim Handel geändert, auch Enderperlen. Wie das genau ausschaut, habe ich in einem früheren Snapshot schon mal gezeigt. Wie gesagt, oben rechts, Infobox, draufklicken, da habe ich es nochmal genauer erklärt. Wir wollen jetzt nicht großartig den Rahmen sprengen von dem Video. Kommen wir zu den Bugfixes. Ich habe gerade echt überlegt, tue ich mir und vor allem euch das an, die ganze Bugfix-Liste durchzugehen. Es sind Bugfixes gefixt worden aus Versionen vor der 1.16, aus der 1.16 und aus der 1.16.1. Insgesamt sind es 153 Bugfixes. Und das ist eine ganze Menge. Ich könnte jetzt alle einzeln durchgehen. Das würde erstens dieses Video unnötig in die Länge ziehen. Zweitens würde, glaube ich, jeder nach den ersten 20 Bugfixes allerspätestens abschalten. Ich werde Folgendes machen. Ich kopiere euch den Link in die Beschreibung aus dem Minecraft-Wiki. Da könnt ihr alle Bugfixes nachlesen. Die meisten habe ich auch schon in den vorhergehenden Snapshots mit erwähnt. Meistens halt nur die, die für Survival-Playing wichtig sind. Ich tue es mir nicht an. Ganz ehrlich, 153 Punkte abarbeiten. Nee. Wenn ihr könnt's gerne, wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid, durch einen Google Translator hauen. Der Sinn hinter diesen Punkten kommt zum Vorschein. Ich hab's ausprobiert. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Das ist die 1.16.2. Mal schauen, vielleicht gibt's noch eine 1.16.3. Ansonsten wird's wahrscheinlich bald den ersten Snapshot für die 1.17 geben. Ich bin schon gespannt, was als nächstes kommt.
Wenn euch die Folge gefallen hat, beziehungsweise diese Versionsvorstellung, lasst gerne ein Like da, gerne auch einen Kommentar und, wo ich mich sehr auch freuen würde, wäre ein Abo. Dann sehen wir uns allerspätestens im nächsten Update-Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß mit der 1.16.2 und tschüss!